Was mich interessiert, ist, wie wird Blockchain-Technologie eigentlich eingesetzt? Und da habe ich mich mal umgeschaut. Und hier im Bahnhofsviertel, da gibt es ein Fintech und die haben eine Anwendung dafür programmiert und da geht es um das digitale Ich. Aber wie sieht sowas aus? Ist das mein Zwilling im Netz? Hochhaus, Miliardes, Visions. Ah, hier sind sie. Guten Morgen. Hier ist Schwitz. Hallo. Ja, und Blockchain-Technologie nutzt heute schon Blockchain Helix zum Beispiel. Ich bin bei Oliver. Und was mich interessiert, wie sieht das digitale Ich aus? Kann ich mir das vorstellen wie so eine Art Zwilling im Internet von mir? Also wir nennen das Digital Me, das digitale Ich, weil wir das sehr stark auf die Person hin fixieren. Bedeutet letztendlich für dich, dass du deine ganzen verschiedenen Accounts, die du momentan überall hast, konzentrierst auf einen einzelnen und diesen Account selbst souverän verwaltest. Du stehst im Zentrum, interagierst eben mit diesen verschiedensten Dienstleistern, die dann wiederum hinter diesen verschiedenen Icons dann stehen. Also das ist ein Marktplatz dahinter. Das heißt, ihr braucht von mir erstmal alle Daten, die in die App kommen, damit... Na. Also wir brauchen nicht alle Daten, das hängt ganz davon ab, was du damit machen willst. Also je nachdem, wenn du nur ein paar Kippen am Zigarettenautomat kaufen willst, dann müssen wir nur von dir wissen, dass du über 18 bist. Die Daten werden bei uns eben verifiziert und gezeitstempelt und dafür brauchen wir eben Blockchain-Technologie, um diesen Trust herzustellen. Das mit dem digitalen Ich für mich selbst habe ich verstanden, aber du weißt ja, ich komme von der Bank und mich interessiert es natürlich, was haben Banken davon, die App zu nutzen? Also die Banken haben sehr hohe Kosten darin, wie sie ihre Kunden erfassen, wie sie ihre Kunden über den kompletten Zeitraum, wie sie eben Kunden auch sind, immer wieder diese Daten zu aktualisieren. Und letztendlich diese ganzen Türme, die wir in Frankfurt sehen, die sind voll von Leuten, die diese Daten immer wieder neu überprüfen müssen. Und der Kostenfaktor ist also enorm hoch. Ist die Blockchain-Technologie, die er jetzt anbietet, ein Jobkiller in der Bank? Ich will nicht sagen, dass es ein Jobkiller ist. Also ich glaube, wenn man sich anschaut, wie die Bankenlandschaft aussieht und was in einem Retail-Banking zum Beispiel an Kosten gegen die Effizienz und gegen die Einnahmen stehen, dann muss man sagen, es geht nicht anders, als dass diese Kosten minimiert werden, die eben durch diesen Prozess optimiert werden können. Also passen Bank und Blockchain schon generell zusammen? In der neuen Ökonomie, digitalen Ökonomie, in die wir reingehen, wird Blockchain eine große Rolle spielen. Ja? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wie es ausgeführt wird, wofür es verwendet wird, ob es jetzt für Zahlungsdienstleistungen ist, was in Richtung Krypto vielleicht dann irgendwie auch so gehen kann, oder eben für diese Mehrwertdienste wie bei uns, digitale Identität, das ist natürlich die Ausprägung von der Technologie. Ja? Deswegen, Blockchain ist nicht irgendetwas, was jetzt irgendetwas plötzlich schlagartig verändert, sondern es erweitert den Werkzeugkasten, mit dem wir irgendwie, wenn wir mit Technologie umgehen, arbeiten können. Digitale Identität, ja, das war schon interessant. Aber ob die Leute das auch wollen, na, das wird sich zeigen. Also, ich brauche dafür Sicherheit und Vertrauen. Also, ich sehe die Blockchain-Technologie nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Wir müssen sie nur sinnvoll nutzen.